Michaela Schäfer, unser aller Lieblingsnackedei, ist derzeit richtig dicke im Geschäft. Fast könnte man beim ganzen Trubel um Lamika vergessen, dass die 29-Jährige auch nur ein ganz normales Mädchen mit ganz normalen Wünschen ist. Ich möchte schon, dass ich irgendwann natürlich ein Kind bekomme, klar. Aber da fehlt mir natürlich noch der richtige Mann. Obwohl ich mir auch schon überlegt habe, wenn wirklich keiner kommt, so einen Samenspender zu nehmen oder so. Also den Jerome finde ich schon ganz gut als Samenspender. So, Modelkollege Jerome soll also als Baby-Daddy herhalten. Macht er bestimmt gerne. Ich habe vorhin so ein bisschen durchgehört, dass sie mich eventuell als Vater ihrer Kinder hätte. Wir können ja vielleicht eine Castingshow draus machen und vielleicht mache ich dann mit und vielleicht werde ich es am Ende und ist doch lustig. Na, die Show geben wir uns auf jeden Fall. Aber so ganz altmodisch mit dazugehörigem Mann ist doch schon irgendwie besser, oder? Ich könnte mir auch vorstellen, wenn mir morgen mein Traummann begegnet, dann könnte ich mir auch vorstellen, morgen schwanger zu werden. Das heißt also, ich würde dann in 9 Monaten schon Mutti werden. Und dann gibt es halt vielleicht Deutschlands zweites Nacktmodel. Ist doch auch süß. Für den Nackedei-Nachwuchs ist also gesorgt. Toll, Mika. Du denkst aber auch an alles. Gerti Belovius hat die Nase gestrichen voll. Sie will sich von ihrer berühmten Tochter Georgina nicht länger als Rabenmutter beschimpfen lassen. Wieso das freche Fräulein so fies über die Mutti wettert? Ein Erklärungsversuch. Die Georgina ist sicher traumatisiert durch die Dinge, die sie als kleines Kind erlebt hat. Ihr Vater war mir gegenüber gewalttätig und wirklich grob. Und das verdrängt sie einfach, idealisiert ihren Vater und schießt auf mich. Ja klar, der verstorbene Papa ist schuld. Der kann sich ja auch nicht mehr verteidigen. Mami Belovius wollte natürlich immer nur das Beste für ihre Mädels. Weil ich habe auf einen eigenen Beruf verzichtet, auf eine eigene Berufstätigkeit, praktisch auf ein eigenes Leben, nur um für meine 3 Töchter da sein zu können. Also die Vorwürfe, die Georgina mir macht, sind alle falsch. Klingt so, als wäre im Familiendrama Marke Belovius das letzte Wort noch nicht gezetert. Die Patchwork-Familie von The Big Bang Theory-Star Sarah Gilbert und ihrer Lebensgefährtin Linda Perry hat Grund zur Freude. Die Frontfrau der 90s-Kultband Four Non Blondes stellte ihrer Sarah ganz romantisch beim Picknick die Frage aller Fragen. Klar, dass die zweifache Mama dann nur noch mit einem überzeugten Ja antworten konnte. Wann die Glocken für die beiden Mädels läuten sollen, ist allerdings noch nicht bekannt. GZSZ-Star Anne Menden ist frisch verknallt und zwar in ein Mädchen. Die Glückliche heißt Emilia und spielt Annes neugeborene Serientochter Kate. Mächtig stolz auf Deutschlands jüngstes Soapy-Sternchen sind auch Emilias Eltern, die das kleine Würmchen schon vor der Geburt zum Casting anmeldeten.